Da war doch noch wer, oder? Oder war das bloß die Mauer? Puh, also... Ich weiß ja nicht recht, aber... Erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei der Kampagne und den flackernden Büschen von Battlefield 1. Boah, hier gibt's Wasser. Hat's die Nacht über geregnet? Woher kommt das denn? Wir tapsen zwar drin herum, aber es gibt keine Spuren. Einfach mal wild reinmarkieren. Wird schon irgendwas sein, wenn da was wäre. Ich hoffe, hier unten steht jetzt niemand mehr herum, wenn wir da hoch wollen. Der steht doch nicht ohne Grund da oben. Ist doch bestimmt ein Scharfschütze. Also Gewehr schnappen. Hoffentlich mit Schalldämpfer. Aber erstmal hier nachgucken und dann alle umbringen. Mit Schalldämpfer, geil. 20 Schuss. Wir kommen zurück auf die Mühle. Habe ich schon. Jetzt bloß nicht entdecken lassen. Noch mehr. Oh, Panzerabwehrgranate. Dafür lassen wir das Zeug liegen. Dafür kann ich das werfen. Das habe ich liegen lassen. Gut. Das ist doch laut. Lackierte Fingernägel hat sie ja nicht. Für so einen Quatsch haben wir nichts. Wir müssen zuerst die Truppen im Ort ausschalten, bevor wir den Zug vernichten konnten. Für so einen Quatsch haben wir nichts über. Hast du auch einen Schalldämpfer? Dann können wir nicht tauschen. Nicht runterfallen, die Waffe. Nur ein Scharfschütze ohne Schalldämpfer. Wo ist denn dein Arm hin? Das sieht mal wieder ungesund aus. Oh, noch höher. Aber dann habe ich ja gar keine Deckung mehr, weil da oben bin ich ja dann ganz oben. Ja klar, aber hier kann ich mich dann immer noch so verstecken. So, na. Das ist ja doch wieder das Dorf. Das erste, weil da wäre auch eine Flagge. Und da hinten waren wir. Da ungefähr. Da ungefähr müsste der letzte Stützpunkt sein, wo wir die letzte Taube losschicken wollten. Na dann. Da außen steht niemand. Nee. Was haben wir denn hier noch? Aha. Ein Pferd. Da oben sind bloß Tonkrüge. Die latschen jetzt doof einwärts. Was damit? Ach, geht doch. Oh. Und der Sendemast, kann der auch was senden? Hm, stimmt. Dann, wen nehme ich mir denn als ersten? Vielleicht ihn? Dann bekommen die vier das nicht mit. Hier drüben steht keiner. Wie das Ding wieder quietscht. Oh, reicht das Teil so weit? Ich muss bestimmt wieder nicht vorhalten, oder? Die laufen hier einen riesen Ringel. Was man machen könnte, sich da hinten anschließen. Zack, zack, zack. Noch einfacher wäre es mit einem Ketten-Takedown. Die gucken gerade her, das ist blöd. Wenn, dann müsste ich eher warten, bis die uns den Rücken zudrehen. Was ist, wenn eine Kugel über die drüber hinwegfliegt? Bekommen die das mit? Ich fange mal an. Bin gespannt, ob die Kugel einen Abfall hat. Eine Ballistik. Aber wo gucken sie jetzt nach? Da ist ein Kopf. Ach ja. Wegware. Kugeln haben hier gar keinen Abfall. Ballistik gleich null. Macht's einfacher, aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. So, die wissen nicht, von wo das herkommen soll. Er weiß zwar Bescheid, aber es bringt ihm erstmal nichts. Hab zu lange gewartet. Aber das muss ich noch. Zuerst die Truppen im Ort ausschalten,
bevor wir den Zug vernichten konnten. Bin ja schon dabei. 18 Kugeln habe ich noch. Das sollte klappen. Herrlich. Ein Schuss und zwei Treffer. Ich mag das Schnippern, wenn ich auch gut drin bin, indem ich gegen Pappkameraden spiele. Tja, was richtet hier wer an? Die sammeln sich zwar eher in unserer Nähe, aber es bringt denen noch nichts. Habe ich den jetzt am Kopf getroffen oder eher an der Schulter? Ich glaube, da war man jetzt sehr gütig mit mir. Der nächste hoch. Scheiße. Mist. Jetzt ist der auch erhöht. Die erste Kugel ging daneben. Was macht er denn? Hä? Wo ist er denn? Was klackert denn so? Er ist runtergefallen. Hä? Zack. Eine Kugel versemmelt. Ich hoffe, die hat man im Magazin berücksichtigt. Jetzt mal ein bisschen Tempo hier zulegen, aber nicht daneben schießen. Klappt wunderbar, es macht Spaß. 10 Schuss noch. Einen habe ich versemmelt. 2. Einer ist bei uns. Der könnte hören, von woher das kommt. So ein leichtes Zischen. Ich glaube, das bringt ihm aber nichts. Aber ich habe mit dem einen Schuss jetzt zwei erledigt. Also bin ich gerade nur eine Minus. Ich muss nochmal mit einem Schuss zwei erledigen. Es sind aber echt nicht mehr viele übrig. Schön. Nein, der dritte. Im Liegen sollte man ja Vorteile haben. Wir haben ja auch ein Zweibein. Wird wieder gespeichert. Nein. Also jetzt geht's gerade in die Hose. Jetzt wird's Brühe. Ich glaube, der hat uns gesehen, ne? Ja. Jetzt ist es vorbei mit der leisen Sniperei. Jetzt kann ich mir auch das dicke Gewehr holen. Dann habe ich hier noch 5 Schüsse über. Hier sind's 9. Jetzt wissen sie ja eh, wo wir sind. Blöd. Was mache ich denn? Hauptsache, der gibt uns keinen Kopfschuss. Ich habe doch Luft angehalten. Hat man doch gehört. Aber es hat nicht funktioniert. Boah, böse. Aber so brutal wie bei Far Cry 4? Ist es nicht. Die dicken Scharfschützengewehre waren da richtig schlimm. Das war der letzte, hä? Vogel? Fogi, Fogi? Das ist die Frage. 5 Schüsse oder? Auch 5, ne? Was mit dem da hinten? Das ist ein Pferd. Jeweils 5. Dann gehen wir runter. Da ist ja noch einer. Dass wir die Munition nicht mitnehmen können. Ist das unterschiedliche? Ach, der Dicke. Ach, sehr wahrscheinlich war ich unter Beschuss stand. Deswegen konnte ich nicht die Luft anhalten. Stimmt, ich habe es die ganze Zeit ohne gemacht. Und es lief ja doch so gut. Hätte aber einfacher sein können. Es läuft ja sowieso schon einfach. Der Scheißhelm, ey. Treffe ich ihn überhaupt noch ernsthaft? Ich eher, meine eher nein. Ich werde die restlichen Kugeln aber nicht an ihm verschwenden. Das sieht aus. Runterrutschen können wir nicht, das kennen sie nicht. Ach, hier waren bloß Granaten drin. Wie viele Schüsse kannst du noch abhalten?
glaube, wir treffen besser als du. Irgendwie ziemlich einseitig. Der hat aber auch einen geilen Helm, der Junge. Aber irgendwann ist auch der durch. 90 Schüsse noch. Mit dem Ding will ich sparsam umgehen. Autos zerstören. Ich hätte was zum Werfen dabei, ne? Ich gehe nochmal zurück. Ach, wenn ich bestimmt alle drei zerstört habe, dann... wenn ich alle drei zerstört habe, wird bestimmt irgendwas ausgelöst. Ich habe jetzt überlegt. Geh zurück, hol dir mal Dynamit. Mach die alle platt, geh zurück und hol dir die dicken Granaten wieder. Wird aber, glaube ich, nichts. Na dann. Das nächste Mal bitte weiter weggehen. Es rieselt immer noch. Zahl. Ist hier noch wer? Vorsicht, wir haben was Hochexplosives. Ja, ist eindeutig die Karte noch. Die Karte, wo wir hier beim ersten Anlauf waren. In der letzten Folge. Wie sieht denn das da eigentlich aus? Sehr, sehr kantig. Kann ich die nicht einfach... Fahren geht nicht, ne? Hätte ich mir gedacht, weil ich weiß, da hinten ist ein Abgrund. Fahren doch da runter, dann sparst du was. Aber nee. Moment. Es kommt mehr runter, als man wahrnehmen kann. Die Truppen im Ort ausschalten. Hab ich doch schon. Bevor wir den Zug vernichten konnten. Ah, die Truppen. Die Autos gehören auch dazu. Dann jetzt nochmal zum Genießen. Das letzte Fahrzeug. Und dann der Großzug. Nachdem Sarah den Ort gesichert hatte, konnten wir die Falle für den nahen Zug vorbereiten. Genau, jetzt hätte ich nicht mehr zurückgehen können. Oh, das Ding kommt schon. Oh, ein Flieger. Zerstöre den Panzerzug. Der ist blau. Da kommen doch ein paar Leute von uns hier zu. Ich habe bloß nichts mehr dabei. Zum Zerstören. Ich gehe runter. Ich werde jetzt nicht hier mit Schalldämpfer herumschnippern. Ich gehe nochmal zum Wasserturm in der Hoffnung. Da ist was. Die lassen sich einfach wieder abstechen, aber habe ich auch schon mal machen lassen. Mit uns. Was haben wir denn in den Gebäuden hier davor? Lauf. Kann sich mal... beim Multiplayer war da hinten ein Luftabwehrgeschütz. Da werde ich gleich mal nachschauen. Können wir, wenn wir uns hier so aufhalten, können wir dann den Zug entkommen lassen, wenn ich hier einfach zu langsam bin? Ich glaube, nein. Lass das doch. Hatchy Badge. Und jetzt zusammenfliegen, das wäre schön. In der Beta war da hinten ein Luftabwehrgeschütz. Da gucke ich jetzt nach. Was ist da hinten los? Was ist das für eine Markierung? Ist das schon die Markierung? Das Geschütz war hier. Da ist es schon mal nicht. Hier ist bloß das Pferd. Hier hinten ist kein Geschütz mehr. Da ist ein Kollege gespawnt. Na, bisher hat er noch nicht getroffen. Ich glaube, das ist bloß ein Angstmacher. Aber Vorsicht. Der Zug ist noch nicht weg. Oh, wir müssten jetzt sehr nah rangehen. Jetzt wäre es mir doch lieber gewesen. Was haben wir denn da? Ja, genau. Haben wir die? Ah. Jetzt wäre es mir nämlich wieder ge... Was ist denn da drin gewesen?
So, ein drittes Mal. Jetzt wäre es mir lieber gewesen, wir hätten eben noch was zum Werfen dabei, um nicht unbedingt an das Ding herangehen zu müssen. Aber das haben wir ja. Was haben wir denn da? Panzerbüchs. Super. Nimm. Wir müssen uns dazu wieder hinlegen, aber bitte nicht abknallen lassen. Uhuhu. Die Palme war mal. Darf ich hier hingehen? Oh nein, die blöde Kante. Kann ich drüber drauf? Oh, wenn die Flugzeuge uns jetzt abknallen. Dann gehe ich lieber in so ein halbes Haus rein. Hier ist ja noch so ein halb Fenster. Das geht sogar. Oh, Terror, hat er gesagt. Das ist ja blöd. Komm, kleinmachend. Nein, nicht uns. Und weg damit. Einmal angekratzt den Zug und schon schießen die nur so wild um sich. Nochmal. Gut. Das klingt wie im Stadion, so wie die schreien. Dann gehe ich jetzt erstmal wieder da hinten hin. Da gibt's immerhin etwas, was ich werfen kann. Und dann gehe ich erstmal direkt zum Zug und dann schnappe ich mir die Panzerbüchs. Womöglich finden wir zwar auch im Dorf was, aber ich weiß schon mal, dass hier was ist und die anderen müsste ich erstmal finden. Zack. Und den ganzen Weg wieder rüber. Hey, wollen wir denn die 6 Schüsse her? Hier 90, ja, aber wo? Warum 6? Das waren doch, waren das nicht 5? Spiel. Na egal. Oder bevor die uns mitbekommen, erstmal hiermit. Komm, komm, komm. Ach nee. Das war die Taste, das war nicht die Nachladentaste. Oh Gott, er fährt zurück. Ich glaube, die Kanonen sind ziemlich blöd. Aber was noch blöder sein kann, mit einer Granate zum Zug laufen und ihn versuchen, so auszuschalten. Also einen Schuss kann ich mit der Kanone geben, ansonsten wissen sie erstmal Bescheid. Was ist das denn? Eine Haftmine. Oh, den Granatwerfer haben wir auch noch, aber macht der Schaden? Also einmal mit der dicken Kanone schießen, ja, dann ist Schluss. Kann man die Kanonen erwischen? Da wäre was Dickes. So. Das tut ihm weh, deswegen schießt er jetzt in unsere Richtung. Hier war die Panzerbüchs drin. Schießt der Zug auf uns. Ich will es mal herausfinden, indem ich jetzt hier einfach mal warte. Ich glaube, der hat unsere Position verloren, oder? Ich glaube, der schießt noch auf die altbekannte Position. Jo. Das Ding scheint auch keinen Abfall zu haben. So, er ist wieder wilder Willen. Dann wieder zur nächsten Kanone, weil das Ding positioniert sich gerade wieder um. Zum Glück sind hier unten, keine bösen Buben. Scheiße, er ist so weit weg. Mist. Hi. Schön weitermachen. Die Flieger, ey. Ja, gegen die haben wir gar nichts in der Hand. Eigentlich ist es deren Trumpf, ne? Oh oh.
Ist doch nicht. Hä? Da ganz hinten? Ach nein. Ich probier's mal. Ich gehe auf jeden Fall nicht auf die Seite, wo die gerade sind. Jetzt fährt er wieder zurück. Und allzu viel Schaden macht das gar nicht, aber... Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist und mit dem Kleinvieh machen wir dann einfach in der nächsten Folge weiter. Und bis dahin, macht's gut. Und ciao, tschüss.